bist jetzt unser Magi, Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. Die Götter haben uns verlassen. Seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Balg! Euer Volk ist in Gefahr! Es gibt jetzt ein neues Credo. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Jetzt sind wir nicht länger Magi. Fortan nennt man uns Assassinen. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Wir sind an Bord einer, ich weiß es nicht, Söldnergaliere. Unsere Mannschaft hat Feuerpfeile am Start, wie ich gerade sehe, und wir müssen uns jetzt mit diesem Schiffchen auf den Weg zur ägäischen Küste machen. Wir werden jetzt hier auch ein bisschen ins Gameplay hineingeführt. Hier steht, benutze linken Analogstick, um mich umzusehen. Halte R2 für Gefechtsgeschwindigkeit. Alles klar. Langsam jetzt! Untiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy das. Lass mich nicht über Bord gehen! Das ist kein Tod für einen Helden wie mich! Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Ja gut, wer auf Spucke im Bart steht, dem sei das gerne gegönnt. Mein Fall ist es nicht. Segler am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus' Schiffe, zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Ah ja, okay. Erhöht die Schlagzahl! Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methane? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen! Versenke die Flotte! Ja gut, sind wir schon nah genug dran? Ich weiß es nicht. Bei Poseidons Pisse, wie er eben gesagt hat. Rudert schneller! Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereithalten! Da gehen wir doch mal gepflegt in Deckung und schießen jetzt zurück. Oh, verdammt! Deckung! Wir sollten natürlich auch treffen, wa? Feuer! Wie oft kann ich denn hintereinander schießen? Achso, ich kann die Bögen auch spannen. Aber kann ich die nicht rammen? Das war doch eigentlich immer ganz gut, das Rammen. Ah, verdammte Axt. Erhöht das Tempo! Wir rammen sie! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Okay. Das lief erstmal ganz gut. Wir werden angegriffen! Nein, werden wir nicht. Im Rhythmus bleiben! Schneller! Wir rammen sie! Schneller! Naja, ich würde die ganz gerne seitlich rammen. Im Rhythmus bleiben! Wir werden angegriffen! Mehr Geschwindigkeit! Wir haben diese Malakia! Zielt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Auf Rammgeschwindigkeit! Nehmt sie aus wie Fische! Alala! Erhöht die Schlagzahl!
Alles klar, das da unten, Tempo. Der große Balken, ist meine Lebensenergie. Ja, du quatsch ja nicht dazwischen, ich muss mich hier konzentrieren. Erhöht die Schlagzahl! Nein, wir werden gar nicht angegriffen. Das war eine Fehlinformation. Ja gut, okay, das war ein Treffer, da gebe ich zu, das ist so wahr. Ha! Das war der letzte von ihnen! Und keine Spur von deinem treulosen Römer! Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Wirklich? Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Ja, okay. Schiffe rammen, das wissen wir ja. Bitte blendet das nicht ein. Das wissen wir mittlerweile. Ich sag euch ganz ehrlich, mir tut der Trommler da vorne leid. Der muss schon einen Tennisarm haben. Erhöht das Tempo! Erhöht die Schlagzahl! Im Rhythmus bleiben! Schneller! Der kann trommeln und quatschen. Der hat's echt drauf. Mehr Geschwindigkeit! Ich halte doch schon R2 gedrückt. Du hetzt mich bitte nicht. Rudert schneller! Ja, ich sehe ihn! Pompeius im Norden! Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten! Willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Also, ich muss die kleinen Schiffe fertig machen. Ich muss sagen, unser Söldner-Kumpane, der Co-Kapitän, der hat echt die besten Sachen wieder rausgehauen, die ich seit langem gehört habe. Na, das hat er mal richtig reingehauen. Brandbomben. Kommt schon, Jungs. Erhöht das Tempo! Nein, ihr schießt nicht auf mich. Schießen die automatisch zurück? Das ist ja geil. Komm, die rammen wir mal glatt. Alles klar. Sie stehen unter schwerem Beschuss. Wir müssen was tun. Zeigt es diesen Pestbeulen! Wo kommen denn die Schiffe auf einmal her? Das waren davor nur drei. Naja, nun bleibt man ganz locker hier. Wir werden angegriffen! Normale Fahrt! Auf geht's! Ich muss erstmal das Schiff da hinten rammen, damit das eine da nicht mehr weiter Schaden kriegt und kaum sage ich das, kriege ich auch Schaden. Schneller! Wir rammen sie! Auf geht's! Normale Fahrt! Fahrt an! Normale Fahrt! Okay, das war nicht so gut. Ja, dass wir angegriffen werden, habe ich gesehen. Normale Fahrt! Muss erst mal sehen, wenn die auf mich schießen, damit ich auch in Deckung gehen kann. Wir rammen sie! Im Rhythmus werden angegriffen! Einer ist noch übrig! Das war gute Arbeit! In dir steckt noch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeige ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann. Leichte Schlagzahl! So, einer noch. Den können wir auch wieder rammen. Wir werden angegriffen. Schneller! Können die jetzt auf uns schießen? Ich weiß es nicht. Noch mal ein paar Brandbomben hinterher. Erhöht die Schlagzahl! Mal wieder abdrehen. Und mit abdrehen meine ich natürlich wegdrehen. Also nicht abdrehen im Sinne von abdrehen. Na, ihr wisst schon. So, jetzt noch einmal rammen und dann sollte es das gewesen sein. Oh verdammt, die haben mich wieder getroffen.
Das Tempo! Abbruch! Zugleich! Normale Fahrt! Sie gehen unter! So muss das sein! Gut gekämpft! Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen! Keine Sorge, Aja! Ich benehme mich auch! Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Quest abgeschlossen, Pompeius Magnus. Und wir stecken wieder in der Rolle von Bayek. Neue Quest, Hinterhalt auf See. Wir können jetzt also auch mit dem Boot bald fahren, glaube ich. Oder mit dem Schiff, oder mit der Galeere, nennt das, wie ihr es wollt. Ich glaube schon. Wir haben ja jetzt den Skarabäus ausgeschalten. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Wo würde denn überhaupt die Hauptquest demnächst hingehen? Die Maske der Echse? Die Hyäne? Okay, das könnte ich mir dann aussuchen. Das ist das, wo wir schon 2 von 4 Ruinen haben. Die Geheimnisse der ersten Pyramiden. Finde den Gelehrten Merkens. Ah, das ist ganz schön weit weg. Wir machen erstmal eine Nebenquest. Irgendeine wird ja verfügbar sein. Und da haben wir auch schon eine. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nebet. Okay, wir haben eine neue Quest. Missionsziel ist in der Nähe. Finde die Arbeiter und sprich mit ihnen. Wo wären denn die Arbeiter? Da vorne, oder? Jawohl. Da vorne sind die Arbeiter. Es war aber leider echt ein kurzer Auftritt mit Aja. Muss ich ja nochmal erwähnen. Ich hätte ganz gern mit Aja irgendwie noch an Land gekämpft oder dergleichen. Stoßen wir jetzt wirklich gleich auf die Arbeiter, oder müssen wir die noch suchen? Die sind hier unten Baba, in dem Brunnen. Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen?
Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Ned. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Na, das machen wir doch. Kommen wir da auch durch, Bayek? Das können wir doch kaputt schlagen. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Na, die Fackel habe ich schon gezogen. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Oh nein, bitte nicht. Zischen bedeutet immer Schlangen. Ich mag keine Schlangen. Tragen wir erstmal den einen raus und dann holen wir noch seinen Bruder. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. Bayek kennt auch gar keine Furcht, ja? Also das mit den Schlangen, ja. Mir wäre da schon echt unbehagen zumute. Ah, ziemlich enge Sache hier unten. Wo sind die Schlangen? Friede, ich kann ja auch auf die Schlangen eine Fackel werfen. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Verbrenne. Dämliche Schlange. Was, du bist noch nicht hin? Wir bringen 3 Erfahrungspunkte. Verdammt, verdammt. Hier gibt es weitere Questen, glaube ich jedenfalls. Oder was auch immer das hier ist. Eine Geschichte der verlorenen Hüter dieses Ortes. Das Schwert fehlt. Ich frage mich, ob Mahis in Selkets Haus Erfolg hatte. Oder ob seine Suche dort endete. Eine neue Quest, die alte Bibliothek. Das war wahrscheinlich keine neue Quest, das war irgendeine Randnotiz. Wo sind hier weitere Schlangen? Scheinen keine da zu sein. Bist du verletzt? Nein, ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Naja, Bayek, das haben wir ja gerade schon abgecheckt. Er hat's wohl wieder mal vergessen. Aber damit wollten sie uns wahrscheinlich darauf aufmerksam machen, hätten wir jetzt quasi zuerst mit ihm geredet und wären dann wieder zurückgelaufen, dass wir uns das da vorne auch noch alles anschauen. Und das habe ich ja im Vorfeld schon gemacht. Okay, dann können wir auch wieder zurückgehen. Ich hoffe, das waren auch alle Brüder. Nun komm, geh da schon mal durch, oder... Soll ich da durch? Dann geh weg. Meine Güte, jetzt steht er davor. So, wir haben alle gefunden, sind alle wohl auf. Oder bei wem muss ich mir jetzt melden? Ach so, bei Nito. Das ist dann die Frau von dem einen. Ihr wisst ja schon, die bald ein Kind erwartet. Nein, Bayek, ich möchte gerne hier unten durch. Geht einfach schneller. Ich bin gespannt, ob es jetzt noch weitergeht mit der Quest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch weitere Arbeiter suchen müssen. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen.
Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Quest abgeschlossen. Klagen der Arbeiter. Ich glaube, wir könnten glatt noch eine Nebenaufgabe machen. Da vorne finden wir noch einen Schatz und hier in der Nähe ist irgendwo noch ein Aussichtspunkt. Der ist, glaube ich, da oben. Können wir glatt mal vorbeischauen? Wenn Bayek da hochkommt. Ja, das sieht gut aus. Ihr habt ja vorhin gesehen, wo ich im Questreiter war. Wir hätten jetzt die Möglichkeit... die Möglichkeiten, uns um zwei Ältere des Ordens da zu kümmern. Einmal die Echse und einmal die Hyäne. Aber ich werde erstmal ein paar Nebenaufgaben machen. Das hatte ich ja auch gesagt gehabt. Und ich denke mal, es werden sich hier noch ein paar Nebenaufgaben auftun und es ist wahrscheinlich keine verkehrte Sache, sowieso noch nebenbei ein wenig zu leveln. Wieder einen Sprung in den Heuhaufen. Dass der Wagen nicht immer kaputt geht, wundert mich. Mal schauen. Hier vorne war doch noch der Schatz. Den muss ich doch 100 pro mit Zenno wieder ausfindig machen. Oder der ist direkt an Bord dieses Schiffes. Dann brauche ich Zennos Hilfe gar nicht. Na, ich glaube, die finde ich Zone so. Ist tabu. Nein, Bayek, das geht auch so. Das kriegen wir schon hin. Gerüchte von einem versunkenen Schatz. Na, ich brauche, glaube ich, doch Zennos Hilfe. Es sei denn... Hier oben ist noch was. Aber wohl eher im Wasser, wa? Naja, ich glaube, das ist im Wasser. Habe ich mir schon gedacht. Oh, da drüben gibt es auch noch was. Da könnte ich denn im Anschluss mal rüber. Hoffentlich sind hier keine Krokodile. Schnell runter, Bayek. Na, können wir die Truhe hier nicht öffnen? Na bitte, geht doch. Wo war denn jetzt das Boot? Oh, über mir fährt ja einer. Ich bleib erstmal unter Wasser, sicher ist sicher. Neuer Ort entdeckt. Kensu-Ankerplatz. Hallo Jungs, ich wollte hier nur mal den Schatz plündern, ja? Lasst euch bitte nicht stören. Mehr wollte ich gar nicht machen. Dann bin ich auch schon wieder weg. Tschüss. Nein, du schlitzt mich nicht auf. Wenn du mich aufschlitzen willst, musst du mir erstmal hinterher springen. Das sieht zu geil aus hier unter Wasser. Das haben sie wirklich toll hinbekommen in dem Teil. Jetzt bin ich wieder inkognito und da hinten ist eine weitere Nebenquest. Die war, glaube ich, sogar da drin, wo die Vorarbeiterin war. Oh verdammt, die schießen sogar noch auf mich. Jetzt folgen die mir noch mit einem kleinen Schiff, ich fass es nicht. Ah, Hilfe! Bayek, nimm die Beine in die Hand schnell weg. Wir müssen uns ja nicht immer mit den Leuten auseinandersetzen. Ab und an ist es auch mal echt eine gute Variante, einfach zu flüchten. Willkommen! Willkommen in Letopolis! Letzter Traum des Verstorbenen. Willkommen! Willkommen in Letopolis! Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft! Das große Werk beginnt! Nein, das ist nicht wahr... Du weißt es nur noch nicht! Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus! Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten! Ein neuer Anfang! Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner! Vinay!
Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Willkommen, Freund. Ein neues Leben erwartet dich in Letopolis, der Stadt des Horus. Komm, finde deinen Weg und geh mit uns in ein neues Zeitalter. Ja, okay, der Typ hört gar nicht zu, wenn man ihm was sagt. Jetzt zieht straight sein Ding durch. Naja gut, auch egal. Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Echt immer sehr nett von den Leuten, wie sie uns doch immer Glück wünschen und uns dann auch in ihre Gebete mit einschließen. Hätte er jetzt nicht zum Schluss gesagt, er vermisst oder er musste irgendwelche Ochsen hinterlassen oder zurücklassen vielmehr, hätte ich gedacht, es geht vielleicht um seine Frau, um seine Kinder oder dergleichen. Aber er war ja völlig außer sich wegen seinen Ochsen. Aber gut, es ist das Letzte, was ihm noch von seinem Vater geblieben ist. Ja, und das muss man ja auch mal auf die Art respektieren. Und wir werden sie ihm jetzt, wenn es natürlich geht, auch zurückbringen. Ah, warte mal, ich nehme mal ein Pferdchen. Oh, da hinten ist noch ein militärischer Außenposten. Hallo, wahrer Freund. Also da vorne sind die Ochsen und der Karren. Und das hier? Wow. Ach so, hier waren wir ja schon. Da hatten wir ja unsere Sachen wieder bekommen. Stimmt, war ja so. Oh, verdammt. Was greift mich hier an? Oh, ein Löwe. Sogar noch ein weißer Löwe. Komm, dich zähmen wir doch glatt mal. Du bist zwar nur eine Löwin, aber egal. Ach, verdammt, ich bin gerade im Konflikt. Jetzt kann ich den Löwen nicht zähmen. Ihr Sträucher. Aber ich bin trotzdem hier, wisst ihr doch. Lasst euch mal bitte was Neues einfallen. Ey, du Idiot, ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Hinter dir war ein Löwe, ja? Oh, verdammte Axt. Oh, verdammt. Oh, mein Gott, Bayek. Oh. Das musste ja mal wieder schief laufen. Wo ist denn das Ziel? Das ist da oben. Gut, haben wir uns alles markiert. Die Jungs sind immer noch in heller Aufregung. Ich hätte mir aber ganz gerne einen der Löwen gezähmt, sodass sie mir geholfen hätte. Aber das war ja im Konflikt leider nicht möglich. Und ich habe mich natürlich auch wieder etwas glatt angestellt. Gebe ich gerne zu. Was, in dem Typen tun die Löwen nichts, oder wie? Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Wartet mal, Jungs. Ach, verdammt. Mensch. Und die schlafen. Du legst dich auch schlafen. Und jetzt habe ich leider keine Pfeile mehr. Oh, jetzt kann ich das Tier auch nicht mehr zähmen. Schade, schade, schade. Ach, außer mich, das vergisst du nicht. So, da hauen wir glatt mal eine Nebelwand rein. Helfen die Löwen mir? Kann das sein? Ja, hier bin ich. Und da bist du. Hätten wir das auch erklärt. Wie immer. Ja, toll, mit euch zu reden, Jungs. Alarm! Angriff!
Mensch. So ein anmutiges Tier. Ich hätte mich so gerne gezähmt. Jetzt muss ich dich leider töten. Aber der eine verreckt doch jetzt gleich an dem Gift, oder? Naja, warte mal. Ein Treffer noch. Das war doch mal ein Fotofinish. Scheiße, Bayek. Jetzt haben wir ja nicht mal mehr Schlafpfeile. Ich habe gedacht, okay, jetzt kommen da so viele Leute angerannt. Schläferst du mal alle ein und kannst das Tier vielleicht noch zähmen, wenn die aufwachen, während sie ihr blaues Wunder erleben. Aber nein. Da habe ich dann wieder zu früh mich gefreut und habe dann natürlich auch daneben gezielt gehabt. Echt blöd gelaufen. Mal wieder, muss man ja sagen. So, da vorne ist der Karren mit den Ochsen. Den müssen wir 100% zu ihm bringen, oder? Na genau. Auf geht's, Jungs. Kommt, fahrt mal. Das hier ist auf jeden Fall einfacher zu fahren wie so ein Streitwagen. Gut, dass ich schnell genug habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Naja, ich hoffe, ich komme auch direkt zu seinem Haus hin. Ich habe jetzt nicht so wirklich eine Straße gesehen, Bayek. Ich folge einfach mal dem Weg hier. Hoffentlich bin ich richtig. Ah, da vorne ist der Platz, wo ich wahrscheinlich anhalten muss. Wo ist er denn? Da oben steht er. Er freut sich bestimmt, dass wir ihm den Karren wiedergebracht haben. Bayek! Du hast Khufu und Kiera gefunden! Dann kann ich ja heute vor Freude weinen! Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Du solltest mit Ramessu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Oh, jetzt muss ich echt noch mit dem reden, um die Quest abzuschließen. Ist das der Typ, der mir das Haus andrehen wollte? Ja, das ist er. Habt ihr euch vielleicht auch gefragt, wie schnell der gute Junge eben das Haus ausgebuddelt hat? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie weit er war, als wir losgegangen sind, aber ja, da war er echt fleißig. Willkommen, Freund. Ein neues Leben erwartet dich in Letopolis. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Willkommen. Willkommen in Letopolis. Letzter Traum des verstorbenen Taharka. Oh nein, er zieht wieder seine Show ab. Schnell weg hier. Senu, wo müssen wir hin? Mit wem müssen wir reden? Da ist noch jemand und wahrscheinlich unten hier vorne. Aber das war's noch nicht. Ich glaube, das waren die drei Leute. Hauptsache, bloß weg von dem einen, der uns ein Haus aufquatschen will. Bist du neu hier? Auf der Durchreise. Aber einem Rätsel auf der Spur.
Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Müssen wir jetzt in sein Haus oder generell in irgendein Haus? Ich glaube, wir müssen uns jedes Haus von einem Dorfbewohner ansehen, wo überall Inschriften sind, wa? Noch ein Teil der Botschaft. Ja, Bayek, ich habe auch alles mitgelesen und alles mitgeschrieben. Wo gehe ich denn zuerst hin? Am besten da vorne. Ob uns diese Inschriften eventuell Zugang zu einem geheimen Tempel verschaffen werden, das wäre ja toll. Oh, Entschuldigung. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden, wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Ja, natürlich, wir machen hier noch einen auf Parship. Also wir sagen ihm auf jeden Fall Bescheid und dann kannst du dir klar machen. Auf jeden Fall. So, wo kann ich denn jetzt hier die Inschriften... Ach so, hier im Haus. Ich habe die Stelle nur nicht gefunden gehabt auf Anhieb. Mehr von der Botschaft. Eine Inschrift fehlt noch. Ob das auch die letzte ist, werden wir gleich herausfinden. Aber wäre auf jeden Fall toll, wenn das zu irgendeinem geheimen Schatz führen würde. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja, ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Dankeschön. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Die vollständige Botschaft. Ist es eine prophetische Vision? Wo ist dieser Tempel? Okay, es geht wirklich um einen Tempel. Ah, das muss ich mir anschauen, wa? Wo war das nochmal? Nee, das war's nicht. Das hier war's. Wenn du einen festen Stand in Letropolis hast, sieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwinnen. Okay. Im Westen. Na, das muss dann irgendwo da hinten sein. Zwischen den beiden Pyramiden. Ist das gar das Ausrufezeichen, was mir da vorne angezeigt wird? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Denn meistens ist es so, dass irgendwelche Rebellen dort versteckt sind oder gerade sich in einem Konflikt befinden. So, mein Guter, wir müssen einen Tempel finden. Zwischen den beiden Pyramiden. Das sollte ich ja eigentlich auch auf der Karte sehen, oder? Aber wie weit nach Westen soll ich denn hier?
Ich sehe jetzt auch gerade keine Pyramiden auf der Karte. Das hier könnte es sein. Markiere ich mir mal. Ich glaube auch, dass es das ist, wa? Ja, das sieht aus wie ein Tempel. Gut, dass da jemand schon ein Bild gemacht hat. Reiten wir einfach mal dahin. Den Außenposten hier vorne, den haben wir ja schon klar gemacht gehabt. Auch wenn er jetzt wieder neu besetzt ist, spielt ja keine Rolle. Halt! Bleib stehen! Nein, ich bleibe nicht stehen. Ich habe was zu tun. Wow. Ich hoffe wirklich auch, dass das der Tempel ist. Bei Pyramiden habe ich hier nicht gesehen. Das gehört ja hier zur Umgebung, hoffe ich jedenfalls. Wenn ich falsch liege, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich nochmal in der Stadt gucken und mich irgendwo auf ein Gebäude, auf ein Dach stellen und von da aus dann mir die Gegend nochmal neu anschauen. Aber das hier vorne könnte es sein. Sah aus wie ein alter Tempel auf der Karte. Na, aber das wird's nicht sein. Das wird's nicht sein. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall einen Schatz. Aber ganz ehrlich, na, das ist mir jetzt völlig egal. Ich wollte ja diesen Tempel finden für diese Quest. So weit weg kann das ja eigentlich auch gar nicht sein. Hey, was? Hallo Jungs, was geht ab? Ist hier irgendwo vielleicht der Eingang zu einem unterirdischen Tempel? Habt ihr was gesehen? Oder kennt ihr vielleicht den anderen Tempel, den ich gerade suche? Ja, Bogenschütze wissen wir ja, wegrennen und schießen, ne? Hab ich den gerade in Brand gesetzt oder was war das? Hey, du Löffel. Dafür schlag ich dich tot. Hauptsache da oben auf der Mauer verstecken. Ja, du bist ja ein Lappen. Komm mal ran hier auf den Meter. Jetzt ist er da unten. Ey, Jungs, das könnte aber echt immer nicht bringen hier. So, mal gucken. Den Schatz hätte ich ganz gerne, aber es muss irgendwo einen unterirdischen Zugang geben. Irgendwo muss der sein. Das ist auf keinen Fall der Tempel. Ich denke mal auch, dass wir den Tempel, den ich jetzt da oben für die Quest habe, dass wir den auch von der Stadt aus gesehen hätten. Ich glaube, das, wo ich hier hingeritten bin, ja gut, das ist viel zu weit weg. Aber egal. Jetzt haben wir erstmal noch diesen Schatz hier. Nehmen wir am besten erstmal noch eine Fackel rein. Wir werden hundertprozentig wieder Schlangen sein. Hier sind doch immer Schlangen. Wie geht's denn hier durch? Ach, da. Ah, habe ich doch gewusst. Blöde Schlangen. Warum kann ich dann bitteschön auf einmal mit Feuerpfeile schießen, weil ich die Fackel hatte, oder wie? Muss ja so sein. So, hier ist der Schatz. Den ich mal wieder nicht plündern kann, weil Bayek das wieder mal nicht macht. Leichter Bogen, ein Elitebogen. Ja, nice. Ist der auch besser wie meiner? Ich hoffe schon. Das ist der, den ich gefunden habe, oder? Nee, Quatsch. Ich habe den hier, der hat Stufe 18 und der hier hat Stufe 22. Ja, der ist besser. Den nehmen wir glatt mal rein. Schnell wieder raus und dann wieder zurück in die Stadt. Und dann muss ich nochmal gucken, was da in dieser Schriftrolle stand.
steht ja auch, beachte die Übersetzung der Hieroglyphen. Ja gut. Ja, Bayek, ich weiß. Du willst ungern rennen. Ich sehe es dir an. Wir sind ja nach Westen geritten, also müssen wir jetzt wieder zurück nach Osten reiten, um nach Letopolis zu kommen. Und dann schaue ich mir die Übersetzung nochmal an. Das ist bestimmt eine ganz einfache Quest. Wären wirklich Pyramiden in der Nähe gewesen, ja, dann hätte ich die auf der Karte natürlich auch gesehen. Aber das muss ja in der Umgebung der Stadt sein. So weit weg kann das eigentlich gar nicht sein. Oh, verdammt. Was ist denn das da hinten für ein Gewölbe? Das gucke ich mir mal an. Eventuell ist es das ja sogar. Dann muss ich nicht direkt zur Stadt zurück und mich da irgendwie wie so ein Vollhorst auf dem Dach stellen und mich da irgendwie nach Westen aus umschauen. Der Tempel kann auch nicht so weit weg sein. Da hinten ist ja die Stadt. Aber das ist hier kein neuer Ort. Der ist nicht eingezeichnet auf der Karte. Was ist das? Ist das ein Teil von einer Mauer? Wow. Hey, was gefunden? Oh nein. Nein, jetzt bin ich schon wieder auf Banditen gestoßen. Hallo Jungs, was geht ab? Nein, tust du nicht. Ich bin heute mal zu Pferde, ja. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr rennt ja auch immer von mir weg. Oh, verdammt. Bayek, steht doch mal auf. Mein Pferd. Verdammte Axt. Aber ich habe da irgendwas gesehen. Das könnte hier ein verborgener Tempel sein. Ja, das sieht ganz danach aus. All dieweil, da unten ist auch so ein Spalt. Schauen wir uns da glatt mal an. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? Jawohl, das ist es. Oh, Schlangen. Nein, falsche Richtung. Oh, meine Güte. Die blöden Schlangen. Irgendwie schieße ich jetzt immer mit Feuerpfeilen. Ja, wie geil ist das denn? Ja gut, nehmen wir einfach mal hin. Und ja, ich bin an die richtigen Stelle gelandet. Ich hab's mir schon gedacht, dass es irgendwo hier sein muss. So, dann schauen wir uns doch mal das Untersuchungsgebiet näher an. Diese Männer, sie waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Irgendein altes Gebräu. Ja, das hatten wir gerade bei. Ich habe ja Dreieck gedrückt, um das da aufzunehmen. Ein Gebet. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. Okay, wir haben alles in Erfahrung gebracht, was wir in Erfahrung bringen konnten. Schnell zurück zu Nehi. Vielleicht hat er sich schon mit der einen da getroffen. Vielleicht haben sie auch schon Kinder. Ich meine, so schnell wie er ein Haus ausgebuddelt hat, ja, da geht das andere wahrscheinlich auch relativ schnell. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich brauche mein Pferdchen. Hast du dich wieder erholt? Es tut mir leid, was da vorhin passiert ist. Das wollte ich nicht. Aber da waren Löwe, da waren so viele Leute und ja, da war ich so in Aufregung und ja, bitte verzeih mir. Okay, er nimmt es mir nicht übel. Habe ich gerade gesehen.
Manchmal ist das auch wirklich ein bisschen komisch mit dem... Was ist das denn hier? Was war das? Wow. Ja. Entweder spinne ich gerade oder da war eine Fata Morgana oder irgendwas ist durch den Sand gezischt oder über mir weggeflogen. Keine Ahnung, irgendwas war da. Wow. Ah, Bayek. Ich gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfair ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ah, ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebelfair mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Quest abgeschlossen. Der Neue in der Stadt. Ja, er ist dann doch ein bisschen aufgeregt, ja. Aber ich gönne ihm auf jeden Fall sein Glück mit der einen. Er hatte gesagt, sie ist zum Essen vorbeigekommen, aber gesehen habe ich sie nicht. Die finden wir wahrscheinlich nicht. Ach doch. Da ist er ja. Nee, Quatsch, das ist ein Typ. Okay, ich habe mich verguckt. Naja, gut. Wie dem auch sei. Das soll's dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert den Kanal, lasst eine Bewertung da. Vielen lieben Dank dafür und bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Assassin's Creed Origins. Wir waren die Ersten. Die Ersten, die Götter sahen. Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft von einer Bruderschaft, im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.